Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn. Wir sind auf dem Weg hier nach mit Nerna jetzt ab sofort unterwegs zu Eden's Gate. Nee, New Eden. New Eden. Lass uns jetzt New Eden. New Eden heißen wir. Das ist unsere Eintrittskarte. Mal gespannt eigentlich, was mit dem Deputy ist. Damals. Dann geh. Ich scheine ein bisschen für Aufregung zu sorgen, wenn ich hier auftauche. Das Buch wurde gefunden. Das Buch. Sie bringen das Buch zu ihm. Okay, betreten wir mal die Kirche. Anders als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst, nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Das wäre dann ich. Ich hab's gefunden. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Ach, der ist gar nicht mehr da. Mich schleckten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Dafür kann ich auch nichts. Um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Ein Bündnis ist eine gute Idee. Meine Leute fangen an, über dich zu reden.
Name muss mehrfach werden. Ich wünschte, die Priester. Du wurdest gezeichnet. Was das bedeutet. Das nehme ich noch kurz mit. So. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Das waren wohl. So ist deine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Okay. Bitte Gott, beschütze mich vor den maskierten Sündern. Joseph versuchte, Menschen zu retten. Genau. So, ich hoffe, Nana hat draußen gewartet. Ich bin da, ausgeruht und einsatzbereit. Das wollte ich hören. Mein Auto, ist das auch noch da? Okay, ich sehe einen Wolf, ich sehe ein Auto und ich sehe ein Boot. Ich nehme das Boot. Mal kurz gucken, wo ich hin muss. Okay, da bringt mir das Boot eigentlich gar nicht so viel, aber wir fahren erstmal ein Stück mit dem Boot hier durch. So. Da ist er. Dann bin ich jetzt doch ein Tickchen schneller, wenn ich wenigstens einen Teil mit dem Boot fahre. Aber da Brücke gehen wir mal an Land. Weil die sinkt das auch nur noch langsam. Keine Lust, 700 Meter zu laufen. Und dann steig ein. Ich glaube, uns ein Auto besorgt. Oh. Das nehme ich nochmal mit, jetzt gerade wo ich sehe. Hey, ich verpasse dir eine Abtreibung!
Ja, Sprüche klopfen ist die Nena auf jeden Fall schon mal Nummer 1. Prinzipiell laufen dir alle immer, wenn du angefahren kommst, direkt vors Fahrzeug. Dass ich dabei noch keinen bis jetzt überfahren habe, grenzt auch an ein kleines Wunder. Wirklich immer wechseln sie die Straßenseite, wenn ich angelaufen fahren komme. Immer. Anhalten muss. Hättest den Kopf in den Sand stecken sollen, du Clown! Bleib ruhig sitzen, Nana, ist nicht schlimm. Oder hat sie den einen ausgeschaltet? Im Auto. Dann habe ich nichts gesagt. So, jetzt ein paar Meter machen wir zu Fuß hier. Was ich mich gerade frage, ist, mit wem spricht er? Er ist alleine. Ich brauche mehr Überblick. Puma. Machen wir durch den Wald. Hier vorne müssten gleich die Auserwählten warten, mit denen wir dann die Flamme neu entzünden. Wahrscheinlich müssen wir uns erst durch eine Horde Gegner kämpfen, bevor ich sie entzünden kann. Botschaft sagte, du würdest kommen. Viele haben versucht, die Flamme von Eden zu entzünden. Sie alle sind gescheitert. Viele der Highwaymen sind bei der Flamme und sie töten ohne Gnade. Unsere einzige Chance, gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen, ist, sie heimlich und mit List auszuschalten. Wir haben eine Waffe mitgebracht, die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist. Bitte ziehe sie in Betracht. Die Auserwählten werden dir helfen. Nun folge mir. Unfassbar, dass Joseph noch lebt. Das muss er sich bei mir abgeschaut haben. Das ist die richtige Waffe für diesen heiligen Auftrag. Na gut, wir nehmen mal... Wenn die Flamme wieder brennt, liegt eine schönere Zukunft in greifbarer Nähe. Volle Bogen mit im Notfall. Haben wir ja ordentlich Feuerkraft am Start. Jeder Sniper sein, erwerblich. Dabei
gewalttätige Nichtsnutze. Die Pfeile sind gut, die ziehen 400. Sind sie doch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, das machst du mit niemandem, den du Mist, den habe ich nicht kommen sehen. Wir helfen ihr sogar auf. Hervorragend. Ich sehe ungezogene Kinder. Es gibt noch mehr. Weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt. Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen. Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh, Sünder, mit unserem Segen und unserer Hoffnung. Okay. Was zu lesen?
Bis dann. Komm ruhig nicht mit, ist nicht schlimm. Ich mach das halt auch gerne alleine. Lass das Wasser ablaufen. Müssen wir erst mal gucken, wo wir das Wasser hier ablaufen lassen können. Da gibt's was. Das Rohr. Ist hier bestimmt eins. Links oder geradeaus? Dann gehen wir mal geradeaus. Hier gab es nichts, war nur so ein kleiner Weg. Lass mich hier schnell wieder rauskommen. Rette mich, Joseph! Nein, ich bin zwar nicht Joseph, aber ich rette dich trotzdem mal. Sie kann durch Feuer gehen. Wir werden alles Falsche verbrennen. Du hast etwas Erstaunliches vollbracht, Fremder. Sünder. Oder vielleicht auch nicht. Der Vater wird wissen, wie wir dich nennen. Sprich ruhig, bitte weiter. Sünder. Oder vielleicht auch nicht. Der Vater wird wissen, wie wir dich nennen sollen. Nicht einmal Ethan hat das geschafft. Du musst derjenige sein, der Josephs Prophezeiung erfüllen wird. Du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten. Aber seid ihr sicher, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast? Alle in New Eden werden erfreut sein. Dieser Rush ist ein netter junger Mann. Bis jetzt. Warte mal, gleich die nächste Story-Mission. Es tut mir leid für Prosperity. Ganz schön viel kämpfen mussten wir gegen diese Naturfreaks, als wir das Feuer gelöscht haben.
Jetzt brennt es wieder. Und wenn das diese Hippies wach macht und die sich noch krasser wehren, nervig. So, einen kleinen Überblick, wo sind wir denn? Hier sind wir. Da hätten wir die nächste Story-Mission. New Eden. Wir müssten noch zwei Spezialisten für unsere Base haben, um sie auf die nächste Stufe zu setzen. Wir haben noch vier Schätze. Und zwei. Zwei sind es. Ja, eigentlich noch vier insgesamt. Vier Charaktere zur Helferauswahl noch freischalten. Zwei sind es auf jeden Fall, die ich jetzt hier sehe. Mal gucken. Alles klar, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen, wie wir die Flamme von New Eden neu angeschmissen haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.